Oh nein, alles explodiert. Wir müssen schnell von hier verschwinden. Bitte, Kirby, flieg noch schneller. Wird es Kirby am Ende wirklich noch schaffen? Katztastisch, begrüße ich euch zum großen Finale von Kirby Star Allies. Hier auf Katze. Jetzt geht es zur großen Festung. Endlich ist die Barriere verschwunden und wir können uns auf den Weg machen. Kirby malt erstmal etwas und wir holen uns etwas Leckeres aus dem Kühlschrank. So, oh, die Tür ist ja direkt hinter mir. Ich habe sie gerade nicht gesehen. So, dann bin ich mal gespannt, was erwartet uns hier? Theoretisch die schwierigsten Rätsel, das schwierigste Level im gesamten Spiel, da wir, ja, am Ende sind. Am Ende, das große Finale. Ich bin sehr gespannt. Ihr müsst auf jeden Fall bis zum Schluss dranbleiben, denn heute werden wir versuchen, die Welt zu retten. Zusammen mit Kirby und seinen neu gewonnenen Freunden. Ob das am Ende Chili, Feinstein und Bugsy sein werden? Tja, das werden wir noch sehen. Ich kann mir vorstellen, dass wir im Laufe der Folge noch wechseln werden. Je nachdem, welche Rätsel wir lösen müssen und welche Freunde wir ins Team aufnehmen möchten. Oh, ich glaube für unseren lieben Sharp Knight war ich zu spät. Was ist das denn? Die kommen jetzt von da oben. Freunde, seid vorsichtig. Ich kann leider meinen Pinsel nicht nach oben schwingen, weswegen ich lieber hier von der Seite attackieren sollte. Oh, jetzt stehe ich direkt runter. Achtung, ich hole mal den Burger. Küsschen links, Küsschen rechts. Vorsicht, seid sehr, sehr vorsichtig, Freunde. Oh, Bugsy mitten im Getümmel. Nein, 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 nein. Achtung, Achtung. Oh, gerade noch die Bombe eingesammelt und eingesaugt. Ich glaube, ich habe damit wohl meine Freunde gerettet. Oh, oh. Jetzt gibt es hier diese Wasserbomben mit den Propellern auf dem Kopf. Auch hier müssen wir sehr, sehr schnell sein und vorsichtig agieren. Nicht, dass sie uns erwischen. Oh, jetzt ist das auch mit der Plattform ein bisschen knifflig. Eine klitzekleine Plattform, um zu kämpfen. Also, ja, ihr seht schon. Wie schon gesagt, das Spiel wird immer schwieriger. Autsch, 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 autsch. Puh. Erstmal geschafft. Ab geht's in den nächsten Bereich und hier ist Psycon wieder am Start. Und sogar der Stabmeister. Vielleicht nehme ich den mal mit auf. Der könnte eventuell noch wichtig für uns sein. Okay, los geht's. Bilden wir einen Freundeskreis, meine Freunde. Und schön drin. Immer schneller, immer schneller, immer schneller, immer schneller. Und Freundeskreis. Los geht's mit Störbeat, Feinstein und Chili. Wenn wir im richtigen Moment springen, ist das aber auch alles kein Problem für uns. Hauptsache, wir aktivieren jeden Schalter und bleiben hier aber auch vorsichtig. So, sehr gut. Noch ein Schalter und rüber, rüber, rüber. Und im richtigen Moment gesprungen. Wunderbar. Dadurch kommen wir hier rüber und kriegen aber nichts Besonderes. Also kein Geheimnis enthüllt oder sowas. Dafür geht es in den Bonusbereich. Und hier gibt es mit Leoloda ein Rätsel zu lösen. Wir haben eine Kanone und wir haben hier diese Zündschnur. Eine Lunte. Wie müssen wir diese Lunte entzünden? Ah, okay, okay. Feinstein haben wir schon. Ich tausche mal kurz Feinstein gegen Feinstein und Sir Kibble wird wahrscheinlich wichtig sein. Was genau müssen wir jetzt machen? Hier komme ich nicht runter. Da muss es einen anderen Weg geben. Da oben ist aber eine Bombe. Was ist, wenn ich die Bombe zerschneide? Sir Kibble, kannst du einmal bitte schneiden? Sir Kibble, schneiden. Moment, ich springe einfach auf ihn. Das habe ich in dem ganzen Spiel nie genutzt, aber ich kann ja auf meinen Freunden Huckepack sitzen, um dann deren Fähigkeit zu verwenden. Ja, habe ich nie so bewusst gemacht. Ich habe es auch erst später mal in den Optionen gelesen. Was ist, wenn ich das kombiniere? Weil so funktioniert das ja nicht. Und wenn die Bombe einfach fällt, dann zündet sie ja nicht und kann hier keine Explosion verursachen. Aber wenn ich den Bumerang anzünde und den Bumerang zu einem Brutzelbumerang mache, dann müsste das doch funktionieren, oder? Also, probieren wir es gleich nochmal. Und zwar gehen wir... Moment, ja, das habe ich ja schon versucht.
dann lasst uns doch mal am besten hier alle mal mit Feuer ausstatten. Bis wir dann nach oben zu der Bombe gehen und einfach mal alle Feuerkräfte verwenden, die wir zur Verfügung haben. Hä? Feinstein, du kannst doch kein Feuer haben, oder? Nee, kann er nicht. Drei Fragezeichen. Alle dachten sich, Kirby. Also mehr geht da nicht. So, Vorsicht, was macht Sir Kibble? Ja, es funktioniert, es funktioniert. Wir brauchen also einen Feuerbumerang. Nur so können wir das Rätsel lösen. Dann brauchen wir aber auch noch Chili. Weil Chili verursacht jetzt einen Eiscurling, damit wir Feinstein einmal dagegen schleudern können. Sehr schön. Und was ich echt toll und fair von diesem Spiel finde, ist, wenn man die ganzen Figuren nicht in seinem Team hat, kriegt man ja wirklich Feuer, Bumerang, Eis und Stein alle in diesem Bonusbereich. Also die Gegner laufen hier alle rum. Ihr müsst euch also keine Sorgen machen, dass ihr eine Fähigkeit vielleicht nicht dabei habt. Und jetzt von Kanone zu Kanone, Freunde! Immer schön festhalten, es geht hier wild zur Sache im großen Finale von Kirby Star Allies. Und wir finden sogar das allerletzte bunte Puzzleteil. Hey, ein Sänger! Komm mal mit, lieber Sänger! Okay, Headset aufgenommen und dann ab durch die Tür. Im Fall der Fälle setze ich meine Popstar-Fähigkeiten ein, um meine Gegner zu besiegen. Ah, da kommen wieder die bösen Stäbe. Aber wir haben keine Angst vor euch. Denn Kirby, Chili, Sir Kibble und Feinstein sind auf jeden Fall viel, viel stärker als ihr. Vielleicht sollte ich mal meine Popstars-Fähigkeit nutzen, damit wir meine Gegner hier schneller besiegen können. Das hat jetzt nicht viel gebracht. Das auch nicht so recht. Ich glaube, ich muss den ultimativen Popstar nutzen. Falls jetzt gleich nochmal Gegner auftauchen, werde ich das machen. Und ja, da kommen die Nächsten, da kommen die Nächsten. Ja, dann ist es Zeit für einen Popstar. Der Unheilsrocker. Ob das jetzt so viel gebracht hat, wage ich zu bezweifeln. Aber alles gut. Alles gut. Vorsicht. Da kommen Bomben herunter. Boah, Kirby. Das ist wirklich nicht einfach. Das muss man echt sagen. Aber du bleibst mutig und das rechne ich dir sehr hoch an. So, Eisfähigkeit ist zurück. Hier werden meine Gegner natürlich vereist und erledigt und besiegt. So, auch Dora muss leider verschwinden. Jetzt geht es hier auf der rechten Seite also weiter. Gut. Uah, Stacheln. Auf allen Seiten. Na gut, wir lassen uns davon nicht einschüchtern. Bleiben stark und mutig und werden auch die zukünftigen Gegner bekämpfen. Das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen würden. Ja, bleibt stark, Freunde. Und jetzt brauchen wir genau brutzelnde Fähigkeiten. Ab durch die Tür, nächster Bereich. Was haben wir denn hier Schönes? Da ist unser Freund Schirmi. Hey Schirmi, magst du mitkommen? Wir haben sowieso noch einen vierten Freund gebraucht. Oh, Blitzi Blank. Moment. Blitzi Blank finde ich natürlich super cool. Komm mal mit, Blitzi Blank. Ah, Schirmi, es tut mir leid, aber du musst leider weichen. Blitzi Blank ist einfach der Beste. Oder die Beste. Okay, Zeit für einen neuen Freundeskreis. Freunde, wir halten uns an den Händen zusammen. Und dann drehen wir uns ganz, ganz schnell. Und so machen wir einen Freundeskreis. Sowas kann man eigentlich auch mit seinen echten Freunden machen, ja? Also man steht im Kreis, hält sich an den Händen und dann dreht man ganz schnell im Kreis. Und das, meine Lieben, ist der berühmte Freundeskreis aus Kirby Star Allies. Hey, das hat sich sogar gereimt. fand ich gerade gut. Nein, ich hab's nicht nach oben geschafft. Aber halb so wild, denn wir haben ja theoretisch schon alle Rätsel gelöst. Das heißt, das, was in den Kisten ist, ist wahrscheinlich optional. Das bedeutet, kann man mitnehmen, muss man aber nicht, um dieses Level zu 100% abzuschließen. Ist da oben noch was? Da ist anscheinend nichts. Oh, was war da? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Nein! Wie cool! Ich habe einen der berühmten Hallräume gefunden. Und das ganz alleine. Ohne Hilfe, ohne Tipps und Tricks aus dem Internet. Stark!
Damit hätte ich jetzt ganz, ganz ehrlich niemals gerechnet, denn die sind so gut versteckt, dass man sie nicht einfach so findet. Und das war jetzt wirklich Zufall, das war Glück. Nur weil ich sehen wollte, was oben ist und ich dann ausgerechnet noch in der Mitte geflogen bin. H-A-L. Hall. Hall Laboratory. Wie viele von euch wissen, die bereits Kirby und das vergessene Land gesehen haben, habe ich ja noch die Hall-Räume aufgesucht und sie euch gezeigt, wo sie versteckt sind. Und Hall ist einfach der Spieleentwickler, ja? Das ist die Spielefirma, die diese Kirby-Spiele produziert, programmiert, herstellt für Nintendo. Ah, wie cool, oder? Okay, Freunde. Ich bleibe jetzt bei der Stabfähigkeit und damit haben wir dieses Level beendet. Oh, wie cool. Ich hätte niemals gedacht, ja, das ist jetzt schon ein Highlight für mich im großen Finale von Kirby Star Allies, dass ich jetzt tatsächlich einen der Hall-Räume finde. So, Puzzle, Puzzle, Puzzle. Es wird wieder gepuzzelt, was das Zeug hält. Und dann geht es, oh, da nach hinten. Terminus Caelis, Caelis, Caelis. So oder so ähnlich wird das ausgesprochen. Und ich bin sehr gespannt. Doch vorher, das fällt mir gerade ein, fliegen wir noch mal ganz kurz zurück. Und der eine oder andere von euch wird jetzt sagen, aber Katze, was machst du da? Wo willst du hin? Ich möchte nämlich zum Schluss noch mal zum Traumpalast. Ich würde mir gerne eine ganz besondere Figur holen. Und hey, wen kriegen wir diesmal? Okay, Achtung, Achtung. Ich versuche das jetzt zum ersten Mal abzupassen. Meta Knight, Dark Meta Knight. Ich hätte gerne aber den Hamster. Ich möchte den lustigen Hamster haben. Achtung, Achtung, jetzt. Ja, ich hab's geschafft. Das sind auch Freunde aus Kirby's Dream Land 3. Rick, Kine oder Kine und Kuh. Also Rick ist der Hamster. Kine und Kuh, keine Ahnung, wer ist. Aber jetzt haben wir einen Hamster und schaut mal, ich habe einen Hamster, ich habe einen Hamster. So, so cool. Oh, Kirby hat nun sein eigenes Haustier und es ist ein kleiner Hamster. Wie schön. Das ist mit Abstand der coolste Freund, den man im Spiel haben kann. Man kann zwar nicht selbst der Hamster sein, ja? Man kann die Fähigkeit nicht einsaugen, aber ich habe jetzt einen Freund. Moment, wie kann ich auf meine Freunde springen? Das hat doch vorhin geklappt, als ich mit Sir Kibble gespielt habe. Also irgendwie klappt das jetzt nicht. Vorhin hat es besser geklappt. Ah, schaut mal. Und der wechselt zum Vogel und kann auch noch unter Wasser der Fisch sein. Boah, der hat sogar eine Feuerfähigkeit. Boah, das ist so cool mit Rick, Kine. Ich nenne die Figur jetzt mal Kine. Ich glaube, so wird sie ausgesprochen. Und Kuh. Rick, Kine und Kuh. Okay, Freunde. Seid aber vorsichtig. Hier, diese Blöcke, diese Würfel, die können einen zerquetschen. Also nicht treffen lassen, okay? Und immer wenn ich fliege, habe ich den Vogel. Und wenn ich laufe, den Hamster. Und unter Wasser natürlich, wie schon gesagt, den Vogel. Ich meine den Fisch, entschuldigt bitte. So, so stark. Okay, Freunde. Jetzt sind wir wirklich sehr, sehr gut ausgestattet. Und ich habe die stärksten Freunde, die man haben kann. Nein! Ich habe mir extra im Traumpalast einen Freund geholt. Das gibt's nicht. Und ausgerechnet dieser Freund verliert dann, weil er zerquetscht wird. Also, die Finalfolge heute ist grandios verrückt und lustig zugleich. Ich finde einen Hallraum und dann passiert mir noch so etwas Peinliches, dass ich eine besondere Figur, einen besonderen Freund aus dem Traumpalast noch so traurig verliere, so peinlich verliere, indem dieser Freund leider von einem Würfel zerquetscht wird. Ich glaub es nicht. Ich glaub es einfach nicht. Was ist das für ein Moment, liebe Katzen-Community? Richtig, ein Teppichtörtchen-Moment. Alles andere als gut gelaufen. Naja, was soll's. Dann wechseln wir hier mal. Janine gegen Stecky. Einfach nur aus dem Grund, damit ich einen Blitzstab habe. Ich fühle mich so, als wäre ich Enel. Kennt irgendjemand Enel? Ein Blitzgott. Okay, so, was gibt es jetzt hier? Einen Windstab. Wollte ich eigentlich nicht nutzen. Ich wollte eigentlich Feinstein auch eine Fähigkeit schenken.
Hat aber nicht ganz so geklappt in der Praxis, wie ich dachte. Egal, ich kann ja immer wieder tauschen. So, auf den Schalter. Oh, 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 ich muss bestimmt im richtigen Moment abspringen. Und da, 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 da. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Gerade noch an das Puzzleteil gekommen. Nun gut. Ich meine, das Schöne an solchen Bonusräumen ist, wenn es nicht funktioniert, kann man den Bonusraum immer wieder wiederholen. Das war auch schon in Kirby und das vergessene Land der Fall. Also ich könnte da wieder reingehen, hätte ich das jetzt nicht geschafft. Okay, dann haben wir Waddle Doo im Team. Den haben wir deswegen da, weil er uns die Blitzfähigkeit geben kann für unseren Superstab. Und darauf werde ich gegebenenfalls zurückgreifen. Je nachdem. Oh, ist das jetzt der geheimnisvolle Weg zum Endboss des Spiels? Ich bin super gespannt und total aufgeregt. Was wird passieren? Wie wird der Endboss aussehen? Werden wir es am Ende schaffen, den Endboss auch zu besiegen? Oh ja, ja, schaut mal, wir sind jetzt in den Weiten der Galaxien. Irgendwo im Weltall. Alles voller Sterne. Als wäre das hier die Milchstraße. So, Achtung. Ich nehme das Schwert. Und das Schwert wird zu einem Donnerschwert, zu einem Blitzschwert. Und ich möchte Feinstein behalten, Waddle Doo aber austauschen, vielleicht sogar gegen Chili. Dann haben wir unterschiedliche Fähigkeiten und ja, Blitzy Blank ist einfach einer meiner Lieblingsfiguren, deswegen muss Blitzy Blank einfach drin bleiben. So, so soll mein Team aussehen für den letzten großen Kampf. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, was jetzt passieren wird. Schaut euch mal das an. Da werden die dunklen Herzen gesammelt. Aber wofür? Was genau macht er da? Wir werden ihn stoppen. Schnell, bevor es zu spät ist. Halt, du rosa Ding, du. Oh nein, nicht du schon wieder. Ich hätte ja nicht gedacht, dass du deinen Besuch auf Störbastion überlebst. Und dann hast du auch noch Franzi und Berger bezwungen. Aber jetzt reicht es endgültig. Lord Heines hat einen Wunsch. Und zwar, haha, dass niemand mehr dazwischen funkt. Ich mach dich platt, denn ich bin dein blitzender Untergang. Ich bin Partisane. Okay, Partisane, dann kriegst du jetzt meine Blitzschwertfähigkeit ab. Blitz gegen Blitz, ich weiß nicht, ob das so effektiv ist. Es fühlt sich aber besser an, als mit Eis gegen Eis zu kämpfen, muss ich sagen. Und vor allem haben wir Partisane schon noch sehr viel abgezogen. Das liegt vor allem aber auch an meinen Freunden. Die leisten hier sehr wertvolle Arbeit. Besser als ich das tue. Dranbleiben, dranbleiben. Haut alle eure Angriffe raus. Ja, Feinstein, super. Bleib bitte dran, Feinstein. Du hast so tolle, mächtige Angriffe. Und ziehst so viel ab, wenn du triffst. Achtung, Achtung, sie schießt mit Blitzpfeilen. Oh, die Blitzpfeile sind wirklich ungemein gefährlich. Aber wir sind mindestens genauso stark und können sie stoppen. Bleibt nur mutig, Freunde. Und. Schnell, schnell das Schwert zurückholen und wieder hinterher. Nein, 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 nein. Und tap. Aus Sicht. Sie lässt auch nichts anbrennen, was? Wow! Da geht wirklich die Post ab. Ja, 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 oh! Ich stecke da hinten fest, kann sie aber kontinuierlich attackieren. Sehr gut, das war eine sehr, sehr gute Stelle für mich. Fast schon wie ein Bug. Fast schon wie ein Glitch. Also ein Spielefehler. War keiner, aber das war eine tolle Ecke, um weiterhin zu attackieren. Aber ich habe leider nicht mehr viel Energie übrig. Wir haben es aber geschafft. Wir haben es geschafft gegen Partisane. Und werden wieder aufgefüllt. Yay, das gibt erstmal einen Freudentanz. Aber das war mit Sicherheit nicht der Endboss. Denn der Endboss, der steht da hinten. In seiner weißen Kutte. Hilfe. Heines. Bitte hilf mir. Oh oh, mal gucken, was der jetzt macht. Still. Was geht hier vor sich? Oh oh. Jetzt bin ich mal gespannt. Was wird der jetzt machen? Du bist mir im Weg.
Weg mit dir! Hey, wie kannst du mit deiner Freundin umgehen? Nun, es scheint, uns fehlt die Energie, den dunklen Herren zu erwecken. Bedeutet dies für uns, auf alle Zeit in Vergessenheit zu geraten? Nein! Nein! Nein, nein, nein und nochmal nein! Nein, 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 nein! Niemals! Wir sind die Meister der Kraft und niemand wird uns stoppen. Nicht einmal dieser rosa Flummi. Niemand hält uns auf. Ich werde euch alle platt machen. Dunkler Herr, sei willkommen! Sag mal, ich glaube, du hast eine Schraube locker. Das war anstrengend. So, dir ist ja wohl klar, was jetzt passiert. Es gibt eine klare Botschaft für alle, die die heilige Zeremonie unterbrechen. Wir möchten dich freundlich bitten, auf alle Ewigkeit zu verschwinden. Ritualist des Unheils, Heines. Du hast einen echt coolen Namen, muss ich sagen. Wow, habt ihr das gesehen, was Feinstein gerade gemacht hat? Feinstein setzt einen komischen Stein ein und Heines hat schon super viel Energie verloren. Okay, Leute, Leute, Leute. Volle Kanne drauf, volle Kanne drauf. Wir haben alle Elemente. Luft, Eis, Donner und Stein. Ja gut, Feuer fehlt, aber egal. Und Wasser von mir ist auch noch. Ja, ja, sehr gut. Und er besitzt wahrscheinlich alle Elementarkräfte. Feuer, Blitz und jetzt kommt bestimmt noch gleich Eis. Ja, ja, das ist bestimmt Eis, oder? Uah, frostig, frostig, gruselig. Oh, ich brauche schon meine Blitzfähigkeit. Gut. Und dranbleiben, Freunde. Komm, 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 wir machen ihn platt. Uah. Und schnell hinterher. Heines, du hast keine Chance gegen uns. Und nochmal. Zack, 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 zack. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Still, Jan Bremer, bla bla bla. Oh, ein Troll verbirgt sich dahinter. Ein blauer Troll. Du siehst ja lustig aus. Ich glaube, du brauchst eine Mütze Schlaf. Du bist ein ziemlich verrückter Kerl. Na gut. Zeigen wir diesem komischen Heines, was wir drauf haben. Also bei so einem verrückten Gesicht verstehen wir ja schon fast, warum er eine Kutte trägt und die Kapuze auf hat. Aber hey, steh doch dazu, wie du aussiehst. Und komm, 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 komm. Wow, wow, wow. Ich habe nicht mehr viel Energie. Das sieht leider nicht gerade gut für mich aus. Wo ist Feinstein? Feinstein, wir brauchen deine Superkräfte. Du musst Heines attackieren. Weiter, weiter, weiter. Wir schaffen das schon. Ich darf mich nur nicht treffen lassen. Und das ist so ein bisschen die Krux an der Sache. Denn er hat noch sehr viel Energie und ich sehr wenig. Okay, okay. Oh, was macht er jetzt? Oh nein, was? Der kann auch einen Freundeskreis bilden? Mit seinen Hexenfreundinnen? Oh, oh, immer schön ausweichen. Das kann böse enden, wenn er uns trifft. Ja, 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 gut. Nein, 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 nein. Und weiter, 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 weiter. Oh, der ist echt knackig. Nein, es kommt da nach oben. Das habe ich nicht kommen sehen. Oh, Mann, 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 Mann. Ist das ein schwieriger Endboss in diesem Spiel. Aber gut, wir geben nicht auf. Wir machen es gleich noch einmal. Lass mal überlegen. Ich möchte meine Taktik ein bisschen ändern. Feinstein ist super. Den möchte ich behalten. Aber wisst ihr, was ich mache? Ich nehme einfach den Künstler. Oder? Oder den... Nee. Blitzi Blank war auch lustig. Nee, Blitzi Blank haben wir im Team. Chili im Team. Fels... Also Feinstein im Team. Das passt so. Ich nehme den Künstler. Und jetzt ist die Frage, Katze, warum nimmst du den Künstler? Ganz einfach, weil der das Team immer wieder heilen kann mit dem Kühlschrank. Und ich glaube, ich möchte als Supporter im Spiel hier den Endkampf beginnen. Das heißt, Feinstein, Chili, Blitzi Blank machen den Schaden. Ja, ich auch mit meinem Pinsel. Aber wenn wir wenig Energie haben, kann ich immer noch aus dem Kühlschrank etwas zaubern. Und das kann ja eben nur der Künstler. Und das ist deswegen eine sehr, sehr gute Fähigkeit in meinen Augen. Okay.
So, die erste Phase von Heines müssen wir nochmal bekämpfen. Aber das sollte ziemlich schnell erledigt sein. So stark ist er ja nicht, wie wir schon herausgefunden haben. Und jetzt macht er direkt weiter mit der nächsten Phase. Ja, jetzt verwandelt er sich. Oder zeigt sein wahres Gesicht. Und jetzt zeigt er, was für eine große Nase er hat. Wie Thaddäus. Thaddäus, Thaddäus, wie geht's dir? Wo ist eigentlich Patrick Seestern? Hallo SpongeBob. Das ist der Heines, mein bester Freund. Und ich mag Kirby-Spiele sehr. Okay, okay, komm, komm, Konzentration. Wir müssen Heines besiegen. Oh ja, wow, das machst du gut, Feinstein. Eine schöne, bunte Kirby-Figur. Habt ihr das gesehen? Oh, oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Jetzt kommt wieder der Freundeskreis. Diesmal bin ich aber darauf vorbereitet. Diesmal weiß ich, wie der Freundeskreis funktioniert. Und diesmal wird er mich nicht erwischen. Ich gehe einfach direkt runter. Denn wenn er unten wieder zurückkommt, muss er ja nochmal kurz seine Energie aufladen. So, ich hole mal ganz kurz den besagten Kühlschrank, von dem ich gesprochen habe. Leider wurde ich da unterbunden. Konnte also nicht so viel Energie holen. Aber das ist schon okay. Ich kann den Kühlschrank nicht die ganze Zeit einsetzen, wie ihr sehen könnt, weil mir Farbe fehlt. Wie lade ich meine Farbe auf? Indem ich einfach kämpfe und weiterhin den Pinsel einsetze. Indem ich also sozusagen viel male. Wenn ich viel gemalt habe, kann ich auch wieder den Kühlschrank einsetzen. Okay, dranbleiben, Freunde. Diesmal schaffen wir das. Ich habe noch genug Energie, die anderen kann ich im Fall der Fälle heilen. Jetzt, jetzt, jetzt. Er ist geschwächt. Ich hole schnell den Kühlschrank. Yes. Energie für alle, Freunde. Ja, das ist eine gute Taktik. Ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt, falls ihr das Spiel auch habt. Aber für mich funktioniert diese Taktik mit dem Künstler am besten. Und wir haben es geschafft. Wir haben den Endboss besiegt. Du. Wie konntest du mich nur bezwingen? Mich, Lord Heines. Ah, so schnell gebe ich nicht auf. Ein Opfer für unseren dunklen Herren. Das ist es. Ein Opfer. Aber welches nur? Es bleibt eigentlich nur eine Möglichkeit. Hört mich, Wächter der großen Magie. Ich rufe euch an. Per Telefon natürlich. Alle mal rein mit euch in das Herz. So soll es geschehen. Nehmt mein Opfer an. Ich gelobe ewige Treue. Mein dunkler Herr der Zerstörung. Ein Opfer, auf das ihr endlich in unsere Mitte zurückkehren könnt. Ersteht auf, Weltenzerstörer. Ersteht auf, Void Termina. Hey, spring doch nicht selbst da rein. Na, der hat doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Oh, Achtung, Achtung, was ist das für eine dunkle Materie? Eine dunkle Magie. Oh, oh, Freunde, seid bitte vorsichtig. Wir wissen nicht, was jetzt passiert. Achtung, Achtung, alles explodiert. Oh, wir kriegen den Freundestern. Okay, macht euch bereit. Der Freundestern geleitet uns zum letzten großen Kampf. In Kirby Star Allies, Super Star Allies. Das große Finale kann jetzt erst so richtig beginnen. Los geht's, Kirby. Und da ist die dunkle Materie irgendwo draußen im Universum. Sie versucht alles zu verschlingen. Doch wir sind da, um diese dunkle Macht zu stoppen. Ja, wir sind nicht so wie Mario und retten nur ein Pilzkönigreich oder eine Prinzessin. Nein, wir retten hier nicht nur die ganze Welt, sondern das ganze Universum mit Kirby. Na komm, zeig dich. Oh, 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 oh. Das scheint ein sehr großer und mächtiger Gegner zu sein. Zeig dein wahres Gesicht. Okay, scheint wohl ein großer Kämpfer zu sein. Der Weltenzerstörer. Void Termina. Okay. Er hat ziemlich viele Energiebalken. Aber wenn wir immer in Bewegung bleiben und kontinuierlich schießen, sollten wir ihn doch irgendwie besiegen können, oder? Da, das Auge. Das böse Auge. Wir machen es kaputt. Achtung, und einmal den Schuss aufladen.
Und Vorsicht, Vorsicht, er attackiert uns. Immer schön ausweichen. Und in Bewegung bleiben. Niemals stehen bleiben. Immer schön nach links oder nach rechts. So kann er uns auch nicht erwischen. Ja, nimm das hier. Das ist keine Chance gegen uns. Das erste Auge wäre zerstört. Aber, wie man oben erkennen kann, hat er noch vier weitere. Das andere Auge ist an seinem Oberarm. Fast schon an der Schulter. Weiter geht's, Kirby. Chili, Blitzi Blank und Feinstein. Ihr schafft das schon. Okay, okay, okay. Weiter, volle Kraft voraus. Wieder eins zerstört. Und jetzt die andere Schulter, der andere Oberarm. Wow. Achtung, Achtung, die Bodenwellen. Oh, diesmal haben sie mich erwischt. Aber wir haben genug Abstand. Und er kommt auf uns zu, er läuft auf uns zu. Schnell weg hier, bloß weg hier, Freunde. Ausweichen. Und ein starker Schuss, ja. So können wir es schaffen. Wieder besiegt. Zwei Herzen müssen es noch sein. Und das nächste Herz ist... Oh, jetzt hat er riesige Schwerter. Weg hier, Kirby. Ihr müsst weg hier. Nein, 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 nein. Das ist viel zu gefährlich. Oh, ausweichen. Und ich, wenn ich das richtig sehe, ist sein nächstes Auge auf dem Rücken. Also einmal drum rumfliegen. Schnell, 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 jetzt. Und volle Kraft voraus. Schießen wir drauf, um ihn zu stoppen. Nur so haben wir eine Chance zu gewinnen. Weiter geht's und boom! Yes! Ein letztes Auge noch. Und das wird sich wahrscheinlich vorne befinden, oder? Ja, auf der Stirn. Auf der Stirn. Wow, ein Feuersturm. So wie wir es von einem wahren Glurak kennen. Das ist unglaublich, diese mächtige Kraft mit diesen Flammenschwertern. Aber wir weichen verhältnismäßig gut aus. Und dein letztes Stündlein hat geschlagen. Void Termina, nimm das hier. Und nochmal aufgeladen. Boom. Yes, geschafft. Doch haben wir ihn wirklich besiegt? Oh oh. Da ist ein schwarzes Loch. Oh, es saugt uns ein. Oh nein. Was ist denn jetzt passiert? Wo sind wir denn jetzt? Oh, das muss der böse Kern sein. Okay, sieht aus wie eine leckere Frucht. Okay, geben wir alles. Wir müssen diesen komischen Kern jetzt kaputt machen. Los, los, los. Ich setze meine Farbe ein. Und ich brauche auf jeden Fall die Fähigkeiten von Feinstein. Komm zu mir, Feinstein. Ich versuche, dich anzumalen, damit du als Felsenkunst attackieren kannst. Ja, ja, dranbleiben, dranbleiben. Feinstein, komm schnell. Feinstein, ich brauche deine Hilfe. Ja, das machst du gut. Oh ja, hier. Habt ihr gesehen, der Farb-Kirby? Der ist unglaublich stark. Und dank Feinstein ziehen wir diesem Kern auch sehr, sehr viel ab. Oh, wie es scheint. Moment. Ich habe gerade spontan noch einen Kühlschrank für uns gemalt. Und jetzt einmal dran ziehen. Einmal kräftig ziehen an dem Kern. So machen wir den Kern kaputt. Letztendlich war es nur eine Frucht. Und in dieser Frucht kommt jetzt was heraus? Keine Ahnung, wir werden es gleich sehen. Und schnell zurück zu unserem Stern. Star Ally Superstern. Oh, oh, oh. Der ist, glaube ich, noch lange nicht besiegt. Er hat sich wieder aufgerichtet. Und nun hat er Flügel bekommen. Oh nein. Freunde, wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Wir müssen mutig bleiben. Volle Kraft voraus. Jetzt machen wir nochmal platt. Wie auch schon beim letzten Mal hat er diesmal wieder 5 Augen. Rechts oben sehen wir, wie viele Augen er hat, wie viel Energie er besitzt. Also erstmal auf seinem Bauch. Los, 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 Kirby. Das war Auge Nummer 1. Auge Nummer 2 folgt zugleich, wenn es sich zeigt. Da, auf der Schulter. Direkt am oberen Teil des Flügels. Vorsicht, Vorsicht, er setzt verrückte Kräfte ein. Pfeil und Bogen. Aber auch hier gilt, wenn wir uns stetig nach links oder nach rechts bewegen, wird er uns nicht erwischen können. Perfekt, perfekt. Jetzt kommt bestimmt die andere Schulter, oder? Und ja, da, die andere Schulter. Anvisieren. Oh, 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 was macht er denn jetzt? Ganz viele Speere, ganz viele Schwerter kommen herunter.
Vorsicht, Vorsicht, immer in Bewegung bleiben. Und er ist direkt über uns. Okay, zurück in den Angriffsmodus. Peng, 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 peng. Ah, sehr gut vorbeigeflogen. Das muss man ihm lassen. Nimm das hier, Freundchen. Was kommt jetzt? Wieder Pfeil und Bogen kehren zurück. Aber wieder ein Energiebalken abgezogen. Zwei hat er noch. Und der vorletzte Energiebalken wird womöglich wie beim letzten Mal direkt am Rücken sein. Sich direkt am Rücken befinden. Achtung, Achtung, keine Ahnung, was er da plant. Oh, eine riesige Axt, die eine riesige Bodenwelle verursacht. Vorsicht und ja, 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 meine Chance, meine Chance. In Zeitlupe. Habt ihr gesehen, wie viele Sterne ich verschießen konnte? Das war richtig gut. Und jetzt das letzte Auge, das befindet sich wieder auf der Stirn. Na gut. Vorsicht. Oh, 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 was setzt er jetzt ein? Jetzt kommen bestimmt die stärksten Mächte, die stärksten Kräfte, die er hat. Wow, ein riesiger Strahl. Achtung, Achtung. Wow, Vorsicht, Vorsicht, ausweichen. Und dranbleiben, nicht aufgeben. Alles verschießen, was wir haben. Alle Sterne rausknallen. Sehr gut, sehr gut. Oh, was ist das für ein mächtiger Angriff? Kommt schon, wir haben es fast geschafft. Jetzt, jetzt kommen die letzten Schüsse. Das war's für dich, Void Termina. Dein letztes Stündlein hat geschlagen. Und er fällt zu Boden, oder? Tatsächlich. Oh nein, oh nein, oh nein, der Kern saugt uns nochmal ein. Aber jetzt erfahren wir, was der wahre Kern des Bösen ist. Vorhin war es ja nur die Hülle, die Frucht. Aber jetzt ist es dieses lustige Ding. Sieht ein bisschen aus wie ein Kirby-Gesicht, oder? Okay, Freunde, lasst uns wieder alles geben. Wir machen es so schnell wie möglich platt. Und auch hier ist wieder Feinstein ein sehr, sehr wichtiger Freund in unserem Team, da er einfach die stärksten Fähigkeiten hat. Nein, Feinstein! Feinstein, ich rette dich! Du bist hier so, so wichtig für uns. Okay, im Fall der Fälle werde ich gleich einen Kühlschrank malen und das ganze Team wieder heilen. So, jetzt. Und er lächelt uns an und lacht uns sogar aus. Kriegt sogar Stacheln. Achtung, richtiges Glibberding. Wir haben schon mehr als die Hälfte abgezogen. Freunde, wir machen das sehr, sehr gut. Wir haben es fast geschafft. Uiuiuiui, wie ein Bouncing-Ball. Oh, Achtung! Feinstein, schnell deinen Superstein. Ich hole mal schnell einen Kühlschrank für uns. Ein bisschen extra Energie. Jetzt gibt es hier einen Felscurling. Jetzt, jetzt, dranbleiben, Freunde, dranbleiben. Oh, 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 jetzt, jetzt. Sehr gut. Oh, oh, nein, ausweichen. Oh nein, mich hat sogar erwischt. Meine Freunde sind zum Glück ausgewichen. Und zurück, zurück, zurück. Und wieder attackieren. Oh, zu früh runter. Komm schon, wir haben es fast geschafft. Wir sind so nah dran. Wir sind fast am Ziel. Oh nein. Oh, war das böse. Komm, komm, komm. Oh, das war gut. Feinstein, weiter so. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben diese dunkle Macht besiegt. Wow. Und kommen wir da jetzt wieder heraus? Wow, einfach so herausgespült. Und da ist unser Stern. Sehr schön. Alles Paletti. Wir haben es, glaube ich, geschafft, oder? Ist das Böse ein für alle Mal besiegt? Oh, oh. Noch nicht ganz. Dieses Flummi-Ding ist wieder zurück. Was passiert jetzt? Will es uns nochmal attackieren? Okay, wir geben nicht auf. Oh nein, eine dunkle Macht, die werden wir gleich stoppen. Und Kirby, du musst dagegen halten. Ja! Das Ding hat keine Chance gegen uns. Achtung, Achtung, Achtung! Schnell Kirby, du musst stärker sein. Zusammen mit deinen Freunden Superstar Allies. Nimm das hier. Und noch einmal. Spüre den Strahl. Wir sind stärker. Die Macht der Freunde kann niemand stoppen. Wow. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Freunde, wir müssen alles geben. Er ist zu stark. Wir müssen nochmal richtig Gas geben. Und jetzt. Komm, 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 komm! Ja! Buh!
gut. Okay, Freunde, jetzt seid ihr an der Reihe. Alle sind gekommen, um zu helfen. Wirklich alle. König DDD, Feinstein, Blitzy Blank, Stecky, Sharp Knight, alle. Los geht's, auf ihn mit Gebrüll. Mit Freunden kann man alles schaffen. Und mit vereinten Kräften kann uns niemand stoppen. Und kaboom! Wow. Aber haben wir es jetzt tatsächlich geschafft? Was für eine riesige Explosion! Achtung, schnell weg hier! Wow, wow, immer schön ausweichen! Und nur... Achtung, Kirby! Pass auf dich auf und auf deine Freunde! Wow! Ich wurde erwischt! Oh. Was ist los? Freunde, haben wir es am Ende tatsächlich geschafft? Hä? Blitzy Blank, Chili, Feinstein. Hier scheint es alles wieder gut, aber Moment, was ist mit Planet Pop? Was ist mit unserer Heimat? Schaut mal! Unserem Planeten geht es gut. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen, Freunde. Okay, auf geht's. Springen wir auf den Warpstern und tap. Na, Freunde, was ist los? Kommt doch mit. Es geht nach Hause. Das große Abenteuer von Kirby geht zu Ende. Das war doch einfach super. Wenn ihr ein weiteres tolles Kirby-Abenteuer sehen möchtet, dann tippt hier auf das Video, um was noch Tolleres zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Deine Katze.